Bring Früchte der Liebe hervor. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt. Und dass eure Frucht bleibt. Jesus hat uns ausgewählt und dazu bestimmt, dass wir Früchte der Liebe bringen. Sei es zu Hause, in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, sei es auf der Straße oder irgendwo, wo Gott uns gerade hinsendet. Und so lade ich euch ein, mit mir dieses wunderschöne Gebet der Heiligen Schwester Faustine zu beten, um Gott um diese Liebe zu bitten. Hilf mir, Herr, dass meine Augen barmherzig sind, damit ich niemals nach äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern das wahrnehme, was in den Seelen meiner Nächsten schön ist und ihnen zu Hilfe komme. Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig ist, damit ich mich zu den Bedürfnissen meiner Nächsten neige, damit meine Ohren nicht gleichgültig für Leid und Klage der Nächsten bleiben. Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig ist, damit ich niemals abfällig über meine Nächsten rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voller guten Taten sind, damit ich meinem Nächsten nur Gutes tue. Hilf mir, Herr, dass meine Füße barmherzig sind, damit ich meinen Nächsten immer zu Hilfe eile und die eigene Mattheit und Müdigkeit überwinde. Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, damit ich alle Leiden der Nächsten empfinde, dass ich niemandem mein Herz versage, aufrichtigen Umgang auch mit denen pflege, von denen ich weiß, dass sie meine Güte missbrauchen werden. Im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, alle Engel und Heiligen des Himmels vereint mit allen Menschen, die heute beten, die ihre Leiden mit Jesus tragen, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Häuser und Arbeitsplätze getroffen haben und setzt euch frei davon und trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und bitte Jesus, er möge euch ein barmherziges Herz schenken, damit ihr wirklich gute Früchte bringen könnt, auf die der himmlische Vater wartet. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.